Okay, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute wieder zurück in einem weiteren DevPro-Duell im Ranked und spielen heute noch einmal mit unseren Bürorobotern, unseren Deathbots. Und vorweg möchte ich einmal vielen Dank an euch sagen, denn ich habe heute schon 30 Abonnenten. Sehr schön, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Vielen Dank daher nochmal von meiner Seite an durch eure Unterstützung. Und ich versuche die Videos weiter so aufrechtzuerhalten. Macht mir sehr viel Spaß und durch eure Unterstützung wird das sehr gut möglich werden. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, ich bekomme in der Zukunft weitere Unterstützung von euch. Nun ja, und je nachdem sind vielleicht auch mal ein paar neue Projekte dann geplant. Werden wir dann sehen. Gut, schauen wir mal ins erste Duell. Wir spielen wieder erwartens gegen Monarchen. Okay, und ich gebe ihm die Falle. Ich möchte nicht, dass er zu viele Karten zieht, aber eigentlich von dem her konnte er sich eh aussuchen, was er wollte. Tja, das ist halt so üblich. Wir haben schon einen Wähler, finde ich schon mal sehr schön. Und ich habe große Erwartungen an Konami, dass die Monarchen, dass da ein klein wenig Hits bekommen. Also ich muss sagen, das Deck ist schon sehr, sehr stark. Also gerade die Draw Power und jetzt auch mit dem Quantum Engine ist das Deck so stark. Muss man wirklich sagen. Das macht es schwierig für andere Spieler da aufzurechnen. Und gerade dieser Feldzauber, der den Gegner so extrem ausblockt. Viele Decks werden dadurch sehr eingeschränkt davon. Wenn man den Twin Twister oder so hat, um das zu verhindern. Aber mal schauen, wie Konami sich entscheiden wird. Bleibt abzuwarten. Wir haben schon mal einen Wailer. Damit können wir seinen E-Rebus verhindern. Dass er uns seine Handkarte wegmischt. Und dass er noch weitere Mills auf seinem Friedhof bekommt. Und wir haben noch einen schönen Twin Twister, was mir auch sehr gut gefällt. Da haben wir noch einen Fünfer gezogen. Machen wir erstmal einen Upstart und schauen, was wir nachziehen. Da kann er. Er hat die Eskalation. Okay. Schauen wir erstmal, was wir ziehen. Und dann kann ich noch weiter entscheiden, je nachdem. Okay, er möchte das hier machen. Daraufhin. Es ist blöd. Schießen wir die hier und die hier. Und Twin Twister möchte ich ungern verlieren. War ein wenig gemein. Schauen wir mal, was er uns abschmeißt. Die Instant, okay. Jetzt weiß er natürlich, was wir auf der Hand haben. Das ist natürlich so ein schöner Nachteil am E-Reb und an unserem Testalus. Schauen wir mal. Mehr können wir leider nicht machen. Der Zug mit dem Testalus war natürlich jetzt genial, den habe ich jetzt nicht erwartet. Eine Summon können wir schon mal blocken. Na, will er sich nochmal den Feldzauber holen. Dann geben wir ihn auch, bevor er sich noch mehr searcht.
Monarchen werden wir dann wohl oder übel blockieren. Die beste Karte für uns wäre jetzt echt der Vierer. Dann können wir über seinen Monarchen drüber rennen und dann ist uns alles quasi wurscht. Mal schauen. Vielleicht ist unser Deck uns wohlgesonnen heute. Er überlegt, was er machen will, denn wir haben ja eine Warnung verdeckt und damit können wir eines seiner Summons annullieren. Die Aether, die wird annulliert. Gut, gut. War natürlich vorhersehbar für ihn. Schauen wir mal weiter. Wenn wir jetzt nichts Passendes ziehen, dann war das so ziemlich GG. Geht schnell mit dem Monarch, muss man echt sagen. Und von dem her muss ich echt sagen, schauen wir mal. Sehr schöne Karte. Freut mich sehr. Ich hoffe mal, dass er keinen Wailer hat. Das wäre nämlich dann wieder nicht so schön, aber... Trotz allem ein guter Top-Deck. Schaut nicht aus, als ob er einen Wailer hat. Freut mich dementsprechend umso mehr. Dann holen wir uns natürlich den Vierer. Er hat noch einen Monarchen auf der Hand. Damit können wir zumindest ein Kurats... Ne, ich glaube, den können wir nicht vereiteln. Da hätten wir zuerst unseren Effekt aktivieren müssen. Ich habe jetzt darauf hinausgespielt, um zu hoffen, dass ich eine bestimmte Karte ziehe, aber... Ja, es war schwierig, muss man sagen. War echt schwierig. Hoffen wir mal, dass wir die Runde überleben, aber ich denke, es wird schwierig. Hätte ich das Timing irgendwie passen können? Ich glaube, das wäre nur gegangen, wenn wir an der Stelle, wo er seine Summon gemacht hätte, es geschafft hätten. An der Stelle muss ich wirklich sagen, GG. Das werden wir nicht mehr verhindern können. Die Niederlage. Ja, die Monarchen sind schon schwierig zu meistern, muss man einfach sagen. Wenn man nicht die Top-Decks spielt. Von dem her, aber ich muss sagen, wir haben uns gut geschlagen. Von dem her, wir haben ganz ordentlich gezogen. War natürlich ein bisschen Pech unsererseits, dass er natürlich so viele Monarchen und so Karten auf der Hand hatte, aber kommt vor bei Monarchen, das ist so üblich bei denen. Dann würde ich mal sagen, schauen wir gleich mal ins nächste Duell, wie es da so läuft und dann haben wir es eigentlich die Woche... Ja, was heißt die Woche mit unseren Deathbots eigentlich auch geschafft? Ist ein cooles Deck, wie ich finde, aber es fehlt halt noch einiges, um
in der Top-Meta wirklich mitspielen zu können, von dem her. Naja, schauen wir mal. Bis dann, würde ich sagen. Gut, da sind wir wieder zurück im zweiten Duell. Noch einmal mit unseren Deathbots. Das letzte Mal für dieses Video. Für ein längeres Format dann. Schauen wir mal. Wir starten. Und haben gar nicht mal so schlechte Starter, muss ich sagen. Haben gleich eine schöne Maschinenduplizierung. Mal so. Kriegen wir zwei schöne Searches. Was wollen wir denn haben? Jetzt haben wir uns einmal den Dreier. Und dann holen wir uns einmal noch einen unserer Pendel-Scales, würde ich sagen. Ja, holen wir uns den Fünfer. Dann können wir noch auf den Xyz gehen. Ein Gachi-Gachi liegt sehr gut eigentlich. Dann setzen wir noch einen Twin Twister und beenden unseren Zug. Twin Twister können wir unser Zephyrus gut abschmeißen. Und dann bin ich mal gespannt, gegen was wir spielen werden. Wahrscheinlich gegen Pendel. Schaut so aus, ja. Den Twin Twister hätte ich mir wahrscheinlich in der Hinterhand behalten sollen. Naja. Gut, schauen wir mal, was jetzt alles auspendeln wird. Einmal ein Wizard. Natürlich ihn, war ja klar. Und mehr als erstmal nicht, okay. Dann kriegt er noch zwei Searches. Die Ziehechse und die Schildkröte, okay. Kriegt er noch zwei Draws. Und dann noch eine Instant. Auch ziemlich stark, muss ich sagen, die Karte Instant Fusion, wo ich auch erwarte, dass da entweder Norden oder Instant Fusion einen Hit bekommt, vielleicht von Konami in der nächsten Bannliste. Werden wir sehen dann. Ich bin ja echt gespannt. Einige Neuerungen. Aber ich hoffe halt vor allen Dingen, dass so Karten wie Magische Explosion oder sowas. Weil das. Ah, ich weiß nicht, ich halte einfach nichts von FTK-Decks. Das ist einfach kein Yu-Gi-Oh! So sollte man nicht spielen, finde ich. Und von dem her hoffe ich wirklich, dass da Hits erfolgen von Konami. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Castle war natürlich obvious. Da wäre es eigentlich egal gewesen, auf was für ein Zweier wir gegangen wären. Er mischt uns den Zweier weg, okay. Bin ich jetzt überrascht. Was hat er denn noch vor? Hat er noch ein zweites Monster, das über unseren Gachi drüber kommt? Nun, was möchtest du denn machen? Das hat mich jetzt doch überrascht, der Zug. Einen Trapezmagier. Okay. War wohl ein Missplay seinerseits. Vielleicht hat er sich verklickt. An der Stelle bin ich jetzt echt sprachlos, muss ich sagen. Aber ich denke, es war ein Missklick von ihm.
Ja, aber ich würde sagen, weil das Duell jetzt nicht so lang war, schauen wir gleich nochmal, ob das wir eins finden und noch einen schönen Abschluss hinlegen. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Gut, da sind wir wieder. Wir wagen es noch einmal mit unserem Deathbot. Schauen wir mal. Wir möchten gerne wieder das zweite starten. Nach Möglichkeit wäre schön. Und wir haben irgendwie immer den Zephyros auf der Starthand. Ist uns aber nicht so wohlgesonnen. Naja, kann man nichts machen. Unser Gegner spielt eine Facedown. Ah, ich bin nämlich noch so überlegen, was für ein Deck wir morgen spielen werden. Oder im nächsten Part dann. Aber ich glaube, ich möchte doch gerne Schwarzflügel wahrscheinlich spielen. Was können wir denn hier machen? Wir können uns ein Monster auf den Friedhof schicken, aber das bringt uns momentan nichts. Denn der einzige Target wäre Zephyros, den haben wir auf der Hand und unser Einser, der bringt noch nicht, wenn wir den jetzt auf den Friedhof schicken. Und dem beschwören wir einfach mal nur unseren Zephyros. Und unser Gegner hat schon was verdeckt, aber er hat es noch nicht aktiviert. Somit haben wir ihn auch noch nicht offenbart, was wir spielen. Deswegen möchte ich ungern noch meine Foolish aktivieren. Das war's dann auch. Ich hoffe, dass wir überleben und nicht gleich auf die Geld werden. Was heutzutage so mit den Decks so üblich ist. Eine Verstärkung, vielleicht Phantom Knights. Ich kenne jetzt gar nicht mehr so viele Kriegerdecks heutzutage. Ja, vielleicht Fixsternritter. Das ist vielleicht auch noch üblich. Phantom Knights finde ich halt auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe das Deck ja kürzlich gespielt. Ah ja, Elementarhelden. Die verbesserten mit Dark Lore. Die sind natürlich auch noch super. Und da hat er natürlich einen Maskenwechsel verdeckt. Und ein Dark Lore ist echt bitter für uns, muss ich sagen. Utopia. Okay. Bin ich jetzt überrascht. Bin ich jetzt echt überrascht, muss ich sagen. Habe ich so jetzt auch nicht gesehen. Dass man Utopia so spielt. Aber gut. Okay. Der Lightning. Ich wusste gar nicht, dass der erlaubt ist. Wahrscheinlich bei DevPro schon, aber bei Ding ja noch nicht. Das macht das Ganze wieder sehr interessant. Aber ich dachte, der ist noch im OCG noch erlaubt. Interessant, muss ich sagen. Echt interessant. Na, ist man auch mal wieder schlauer geworden. Dann kann ich damit rechnen, dass wir den im Ranked auch öfter vorfinden werden. Nicht schlecht. Am liebsten würde ich jetzt einen Black Rose machen, muss ich sagen. Können wir wahrscheinlich sogar machen. Schauen wir mal, was wir nachziehen. Gar nicht mal so übel. Schauen wir mal, ob wir den durchkriegen. Machen wir erstmal uns so foolish. Ich bezweifle ja irgendwie, dass wir ihn durchbekommen. Ah, das ist natürlich wieder sehr, sehr doof für uns, muss ich leider sagen. Während der Schadensberechnung. Nee, dann geht das nicht.
Dann geht das leider nicht. Das ist ärgerlich. Damit haben wir natürlich versagt. Ja, die Lehre, die kickt uns jetzt ziemlich zurück, muss ich sagen, leider. Die Lehre kickt uns ziemlich zurück. Ist schade, wir können nämlich so an sich nichts machen. Können wir nur auf Defense spielen, leider. Leider ist unser Deck uns wohl nicht so wohl gesonnen. Können wir aber nichts machen, aber die Lehre ist doof für uns. Sehr, sehr doof. Damit können wir kein Black Rose holen. Können unseren Vierer nicht nutzen, wegen Utopia selber. Schauen wir mal, was wir nachziehen. Uns hilft eigentlich noch aus Regeki oder so. So, Twin Twister. Ah, Twin Twister kommt perfekt. Sehr schön. Aber was möchten wir denn dafür abwerfen? Ich würde sagen, ich möchte fast den Sechser abwerfen. Den Sechser, oder? Ich möchte den Vierer abwerfen. Jetzt stürmen wir die hier und die hier. Er hat noch einen feierlichen Schlag gehabt, okay. Aber erstmal ist seine Leere weg, was sehr wichtig für uns war. Dann können wir unseren Pendel holen und unseren Zephyrus zurückspecialen. Außer er hat natürlich wieder was liegen. Dann wagen wir es mit unserem Dreier. Er wird nicht annulliert, sehr schön. Holen unseren Zweier. Und unseren Zweier holen wir uns unseren nächsten. Und zwar den Fünfer. Und mit denen setzen wir dann unsere Scale. Und dann schauen wir mal. Ich habe einen Black Rose schon drin, oder? Ich hoffe, weil sonst nervt, das wäre jetzt nämlich nicht so schön. Schauen wir mal. Eigentlich wollte ich es anders da machen, aber gut. Und dann möchte ich auf eine Synchro gehen. Da haben wir sogar, ja, mehrere Möglichkeiten. Was haben wir denn auf dem Friedhof? Wir können auf den Zehner gehen, aber nicht, dass der uns annulliert wird. Nicht, dass der uns annulliert wird, dann gehen wir lieber auf den Black Rose. Okay, und dann kriegen wir unsere Effekte dann durch. Einmal eine Special Summon für uns, dann nehmen wir den Zweier wieder. Und dann können wir uns den 3 auf die Hand holen. Ich denke, ich hätte es vielleicht wirklich besser lösen können, aber gut. Suchen wir uns den 5er wieder. Wir haben seine Verdecken mir schon ein bisschen Angst gemacht. Es waren zwar zwei Bluffs dabei, wie man gesehen hat. Mit dem 10er wäre es besser gewesen, aber falls er eine Warnung oder so liegen gehabt hätte, dann hätten wir nichts mehr auf dem Feld gehabt quasi. Deswegen wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und den Rosendrachen holen. Und damit können wir dann nächste Runde, sofern er jetzt nichts hat, mehr machen. Das ist in Ordnung. Ja, je nachdem. Kann uns 2900 Schaden drücken. Ne, er kann uns sogar finishen, wenn ich ehrlich bin. Er kann uns sogar finishen. Dann war's das eigentlich.
Ja, das reicht zum Finish. Wenn jetzt noch den Ding holt, den Anki. Jupp. Ja, gut. War natürlich mein Fehler, muss ich sagen. Aber ich wollte nicht so risikoreich spielen. Ist auch mit einer gewissen Gefahr immer verbunden. Naja, nichtsdestotrotz hatten wir eigentlich noch einen ziemlich guten Abschluss mit unserem Deathspots. Und dann schauen wir mal morgen oder beim nächsten Video, würde ich mal sagen, weil es kann ja immer was dazwischen kommen. Ich bin ja zurzeit auch ziemlich beschäftigt, muss ich selber sagen, und dann schaffe ich es nicht regelmäßig jetzt Videos zu machen wie sonst. Aber mal schauen. Aber ich denke, ich werde vielleicht Schwarzflügel dann playen. Hätte ich sogar Lust drauf, muss ich sagen, und ist ja auch nicht schlecht. Kann natürlich jetzt nicht mit Cosmo oder so arg mithalten. Aber hat natürlich auch Chancen. Nun gut, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich weiterhin auf eure Unterstützung. Und ich sage ciao. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar eurerseits freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Wavestyle. Bis dann.